Und ja, eigentlich habe ich gesagt, ich brauche 10 Stunden Schlaf oder so. Und nein, ich habe diesen Schlaf nicht bekommen. Weil ich einfach nur süchtig bin und einfach weiter zocken will. Ja. Deshalb gibt es heute doch noch die letzte finale Folge zu New Super Mario Bros. Wii. Ja. Von Welt 8. Beziehungsweise die finale Folge ist ja eh nicht, weil wir spielen ja eh noch Welt 9. Die mache ich aber heute nicht mehr. Das könnt ihr vergessen. Das war dann heute schon genug für mich. Aber ja. Ich hab Bock. Ich will noch Welt 8 zocken. Und dann machen wir das. Ganze Welt 8 heute. Freut euch. Diese Welt wird wieder geil. Welt 7 hat gesagt. Aber diese Welt, die ist wieder geil. Und die haut die Level raus. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. 8-1. Here we go. So. So, die freuen mich, obwohl ich gerade ein wenig den Sound ein bisschen laut auf meine Ohren habe. Danke dafür. So. Okay, wir werden von diesem Gift nehmen verfolgt. Dann kann ich mir sogar teilweise noch erinnern. Ganz interessant auf jeden Fall. Den gab es sogar nicht so mal was View in einem bestimmten Level. Wenn mich alles täuscht. So, aber da war es mit so einem Floß-Level. Und ja, hier gibt es ihn tatsächlich hier im ersten Level. Oh ja, hier geht's mit Meteoriten weiter. Oder. Ne, Meteoriten, oder? Meteoriten, Asteroiden. Asteroiden sind eigentlich aus dem Weltall, ne? Nein, eigentlich sind es beides nicht. Das ist beides nicht richtig. Das sind einfach nur Gestein aus dem Vulkan. Ja. Vulkangestein. So. Punkt. Lava-Welt erklärt. In Scheiße. Wow. Ja. Weiß er nicht. Aber jetzt werden wir mal sehen, was die Lava-Welt richtig zu bieten hat. Und zwar in den wunderschönen Leveln, die wir jetzt genießen werden. Gibt es auch einiges an der Zahl. Können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Die freuen mich auch tatsächlich wirklich. Auch wenn ja, es eine Lava-Welt ist. Aber um ehrlich zu sein, die Lava-Welt ist auch irgendwo die geilste. Weil die hat wirklich ja auch was zu bieten hat. Und, oh, hier ist Duckcoin, cool. Ja, weil es ist die Lava-Welt, die ist einfach geil. Die Musik ist auch noch epic dazu, die war ja auch im Level-Auswahlmenü schon geil. Ja. Aber die ist ja auch richtig epic. Hat auf jeden Fall einiges geprägt und ja, man kann verstehen, warum Nintendo die in Mario Bros. U wiedergebracht hat. Beziehungsweise auch in New Super Mario Bros. 2. Wo ich mir da gar nicht mehr so ganz sicher bin. Oh, hi. Nein, oh, das ist Duckcoin. Oh, hi. Danke. Oh, hi. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ach, egal. Danke auf jeden Fall dafür, dass du ja alles freigesprengt hast. Somit habe ich das ein bisschen einfacher gehabt. Oh, hi. Haben wir schon? Ja, wir haben es. Cool. One-Up verkackt, aber kann ich auch verzichten, obwohl mir jetzt wieder ein One-Up fehlt. Wegen Welt 7. Ach ja, die war katastrophal, aber diese Welt ist jetzt wieder. Die macht wieder Spaß. Die ist cool. Okay, 8-2. Gib mir more. Von den geilen Leveln. Okay. Interesting auf jeden Fall. Oh. Jetzt geht's. Oh, jetzt geht's in eine Lava-Höhle. Boah, geil. Das ist geil. Dieser Underground für Remix ist auch richtig geil. Aber hat er nicht auch schon mal in einem anderen Level gespielt? Bin mir gar nicht mehr sicher. Kann mich auch komplett täuschen, dass es jetzt das erste Level ist, wo er spielt, aber. Er ist auf jeden Fall geil und passt echt gut hier zu dieser Lava-Höhle. Geil. Ja, anscheinend. Ja, ich glaube, ich täusche mich auch und der spielt es zum ersten Mal. Ja, okay, gut. Hm. Ne, egal. Ich glaube, der spielt es zum ersten Mal und ja, der ist echt cool. Ich bin mir jetzt auch gar nicht mal sicher, wo man jetzt hier was verstecken kann. Auf jeden Fall aufpassen, nicht so sehr von der geilen Musik und dem geilen Hintergrund und sonst dem geilen Level-Design verwirren lassen, beziehungsweise ablenken lassen. Weiter auf Secrets achten. Okay. Star Coin.
wenn ich rankommen könnte. Ja, er ist da schon zum Glück. Okay. Ja, nicht so sehr ablenken lassen, wie schon gesagt. Nicht so sehr ablenken lassen. Auch wenn das hier echt schon richtig geil aussieht. Nicht ablenken lassen. Starcoins finden und hoffentlich auch fündig werden. Was ist das hier? Was ist das hier? Ja. Geil. Fantastisch. Super gemacht. Jetzt hier rein. Ja, hier geht's rein, tatsächlich. Cool. Dachte jetzt eigentlich ein bisschen an den Röhren, aber nee, hier unten geht's rein, okay. Zu der zweiten Starcoin, aber ist hier nicht auch irgendwas? Nee. Da kommen einfach nur Gumbas raus, gut. Na gut. Was ist das? Okay, so ein riesiges Teil. Okay. Cool. Ey! Was hast du mir da offenbart? Die dritte Starcoin. Oh, cool. Sehr, sehr schön von dir. Danke da. Für. Hör auf zu rutschen, Mario. Hör auf. Hör auf. Ich hab gar nicht mehr gedrückt. Okay. Ja, wäre ich auch schlau gewesen, hätte ich hier das auch schon vorher untersucht. Denn das kann ja auch nicht so ganz sein. Gut, beim letzten Mal hatten wir so einen Spawnpoint, aber ja, das ist ja wohl ja, das kann kein Spawnpoint sein, weil hier keine Halbzeit ist, also muss da ja irgendwas sein. Gut, früher oder später wäre ich so oder so drauf gekommen, aber ja, weiß ja nicht. Was ist das denn hier? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Lieber nicht nachschauen. Mein Gott. Lieber vorangehen. Schnell. Powerblock. Bam. Starcoin kannst du dir keine mehr geben. Scheiß auf die Münzen. Brauch kein Schwein. Oh, Gummers. Nicht noch sterben hier. Wo bin ich hier überhaupt? Secret Exit oder was? Gibt's hier überhaupt einen? Eventuell. Oder ist es hier ein normaler Exit? Nee, es ist der Secret Exit. Okay. Da bin ich jetzt aber nicht sicher, wo der hinführt. Weil das ist doch so ein gerader Weg hier halt, beziehungsweise so ein Kringelweg. Seht ihr hier so? So. Ach so. Es ist wieder so ein random Secret Exit, den man. Die man nicht erahnen kann. Alles klar, okay. Weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ja, aber schon in Welt 7 so ein Scheiß. Konnte man auch nicht, nicht erahnen können. Aber ja, ich habe mal wieder mehr Glück als Verstand. Ja. Weiß auch nicht. Aber komm, dieses Level ist so geil, das spielen wir gerne nochmal. Normalerweise würde ich das jetzt halt bis zu dem entsprechenden Ausgang des Secret Exits cutten, aber komm, das Level ist so mega mäßig und geil, das spielen wir doch gerne nochmal ein zweites Mal, oder? Komm, warum nicht? Ich will jetzt auch mal ein bisschen mehr mit Speedrun Gameplay und so, damit wir hier ein bisschen schneller durchkommen, aber wie gesagt, das Musik und dieser Fail und dieses Level Design. Das muss man einfach mal genießen, komm, warum nicht? Müssen wir jetzt auch mal, denn ja, nach dieser schrecklichen, katastrophalen Welt brauche ich sowas auch wirklich. Ein bisschen chillen und genießen. Habe jetzt auch, wie gesagt, ein bisschen die Musik ein bisschen lauter gemacht am Anfang des Videos. Deshalb war sie auch kurz ein bisschen zu laut. Oh ja, ich habe es jetzt ein bisschen auch lauter gemacht, damit ich hier ein bisschen die Musik und so genießen kann. Ein bisschen runterkommen kann von dieser behinderten Welt. Und ja. Ah, die Lava-Welt ist einfach schön. Das ist einfach schöne Welt. Genießen wir auf jeden Fall. In vollen Zügen. Ja, hier geht's dann zum normalen Exit. Ach, schön. Aber bin mir jetzt auch nicht sicher, ob jetzt noch irgendein asoziales Level uns erwarten wird. Bin ich mir nicht sicher. Wir müssen gucken. Bin mir jetzt auch nicht sicher, was dieses Secret Exit Level da zu tun hat. In Welt 7 gab es ja auch sowas, aber das war dann das letzte, wie es aussah. Vielleicht ist es hier auch so. Ich weiß ja nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich es hinführen soll. Ich guck mal einfach selber mal nach.
Ja, 8-7 klingt für mich wie das letzte Level. Okay. Gut, 8-3. Schauen wir mal, was dieses Level zu bieten hat. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier hat er so eine schöne Lava-Höhle. Aber mit einer ganz speziellen Art. Mit großen Lavawellen. Ja, geil. Aber ich will es trotzdem genießen, deshalb. Ja. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Okay. Oh, hi. Münzen. Und Sternenmünze. Meine Güte. Yay. Komm, irgendwo müssen wir mal Spaß haben hier. Komm. Mit 7 kann man ja gar keinen Spaß haben. So gar nicht, gar nicht. Oh, komm, hier müssen wir wieder ein bisschen Spaß haben. Obwohl es, wenn es die letzte Welt ist und eigentlich schwieriger sein müsste. Ja, hoffe ich mal, dass sie es nicht ist. Bislang ist sie auch nicht wirklich schwerer. Also, Welt 7, da ging ja gleich das. Oh, hi. Was ist da unten? Ne, da unten ist nichts. Da ging es gleich ab dem ersten Level schon richtig los. Und ja, hier geht's eigentlich noch. Hier macht es ja wirklich auch wieder wirklich Spaß. Warte mal hier. Nee. Da können nur die Münzen rein. Okay. Diesmal sind die Münzen die Cheater. Alles klar. Cheater an die Wand, aber okay. Oder Cheater durch die Wand in dem Falle. Ja, Flachwitze, ich weiß. Ich soll einfach aufhören mit meinem Flachwitze. Ich kann doch nicht mal Flachwitze mehr aussprechen. Meine Fresse. Was soll denn das? Ich soll einfach mein Maul halten, ne? Ich weiß, soll einfach mein Maul halten. Und einfach nur Spaß haben. Einfach nur Spaß haben, Maul halten, fertig. Oh ne, so macht man ja keine Let's Plays, ne? Bisschen reden muss ich ja. Sonst ist das kein, nicht mein Let's Play. Sonst kann es ja jeder das andere auch gleich so machen. Oder Walkthrough oder so. Keine Ahnung, ich glaube, so Walkthrough nennt man das, wenn man hier halt einfach nur Gameplay aufnimmt und nicht Quatsch. Okay. Und ja, dann ist einfach nur Gameplay und keiner Quatsch, kein No Commentary meistens steht auch, na okay, gut. Bei Walkthrough steht meistens. Ja, ich glaube schon, das ist es so, aber Walkthrough mache ich keine, vergiss es. Einfach nur zocken und ohne nicht labern, ist ja langweilig. Irgendwie muss man ja seinen Senf noch dazugeben hier zu dem Gameplay. Sonst ja, kommt's ja, kann man es ja gleich Walkthrough nennen, ne? Aber es ist ja ein Let's Play, also ja. Muss es ja irgendwie hier spannend gestalten. Klappt das nicht in allen Maßen, aber ja. Ich gebe mir Mühe. Hab mir auch Mühe gegeben, da durchzukommen, aber leider hat es auch nicht so ganz geklappt. Gut. Dann müssen wir jetzt halt gegen eine Flamme kämpfen. Oder gegen 6 Flammen. Die wir auch einfach auslöschen können. Indem wir sie einfach einfrieren. Na egal. Hauptsache, wir haben wieder einen unnötigen Tod gerettet, wieder 3 Pilze eingeheimst und können jetzt weiter, ohne noch irgendwelchen Ärger erleiden zu müssen. Sind wir kurz so ausgeschlagen, zack, weg. Okay. Aber hier könnte man im Prinzip auch One-Ups farmen, ne? Ich glaube, bei den anderen Welten. Oh ne, bei den Kugelis nicht, ne? Ich glaube, bei den Kugelis kommen auch endlose in Welt 6. Obwohl, nee, die würden eh alle irgendwann respawnen, ne? Na, ist egal, man könnte hier halt Pilze farmen, aber wozu? Bislang haben wir nicht mal wirklich Verlust gehabt, aber ja, braucht man auch eigentlich nicht. Okay, Tower, mal schauen. Bin gespannt auf jeden Fall. Es ist immer auf ein sehr interessanter Start, nach einem sehr interessanten Start aus. Oh, Starcoin, hi. Oh mein Gott. Dass so meine Feuerblume noch da ist, wundert mich ein bisschen, weil das war echt knapp. Cool. Ja, siehst du, sobald wir aus Welt 7 wieder raus sind, zeigt sich der Skill langsam wieder. Cool. Sag ich ja, es war nur diese Dreckswelt 7, die so scheiße war. Welt 8 ist wieder geil. Die macht wieder Spaß. Da zeigt sich auch eigentlich mein Skill wieder. Geil. Hier hoch. Könnte ich hoch eventuell.
Will ja aber auch nicht zerquetscht werden, ne? Ist hier oben. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ach so, hier ist. Ich dachte, ich habe schon wieder die nächste Random Star Coin gefunden. Nur ein Item, beziehungsweise auch nur einen Pilz. Wow. Okay. Gut, wenn du meinst. Eigentlich unnötig für mich, ne? Komm bitte wieder raus, ich will nicht noch weiter rumalbern. Dankeschön. Aber ich habe halt auch keine Ahnung, ob wir jetzt schon irgendwas übersehen haben. Ich hoffe mal nicht. Wenn wir das eine Secret da gerade eben, das war schon mal unnötig, ist hell. Gut. Nein! Sag mal, krieg's doch mal da! Krieg's doch mal auf die Reihe, da hochzukommen! Laber die gerade die ganze Zeit von Skill, dass er wieder zurückkommt. Ja, siehst ja. Das ist nicht gerade Skill, ne? Wenn ich die ganze Zeit hier runterfalle. Ich meine ja nur. Können wir wo rein? Ne, nicht. Hier, das sieht irgendwie so komisch aus, aber da ist anscheinend wirklich nichts. Stammattacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieses Level. Irgendwo machst du aber noch Spaß trotzdem. Wie schon gesagt, es war nur Welt 7 mal so schrecklich. Welt 8 geht wieder. Die macht wieder Spaß. Aber ja, bevor ich mich noch 20 Milliarden mal wiederhole, halte ich mal lieber mein Maul. Aber irgendwie habe ich trotzdem jetzt insgesamt jetzt das Gefühl, dass wir langsam eine Star Coin übersehen haben. Gib mir eine Star Coin, damit ich das nicht mehr das Gefühl habe, etwas übersehen zu haben. Bitte. Bitte. Das ist Star Coin. Kann ich hier rein? Ja, kann ich. Oh, Alter. Metz, noch eine. Okay, wir haben anscheinend schon alle. Cool. Dann ist hier die zweite und da oben gleich die dritte. Wow. Wirkt irgendwie hinterhergeschmissen und so, aber ich weiß ja nicht. Dieses Wesens erkennt man auch wirklich nur, wenn man ein Auge für sowas hat hier. So eine unsichtbaren Durchgänge. Aber die, naja. Ist jetzt nicht wirklich schwer, ne? Da muss man echt kein Genie für sein. Na gut, dann ist jetzt noch Kamek zu eliminieren. Gut, dann machen wir das mal schnell. So. Also schon des Öfteren Scheiße gebaut in den ganzen Castles und ja, jetzt müssen wir deine Arsch auch noch persönlich versuchen. Na gut. Oh, hey. Interessanter Pilz, aber ja, okay. Da denkst du, ich komme unten nicht runter. Mario, komm! Ich werde mich beglückt mit irgendwelchen Münzen oder Pilzen. Mann! Ey, schon wieder! Was ist denn los? Ich dachte, er zaubert irgendwelche Gegner oder so, aber anscheinend. Ah! Da haben wir unsere Gegner. Ich hätte wohl nichts sagen dürfen. Ach komm, hier kriegt er jetzt mal aufs Maul. Gut, dann ist halt meine Blume jetzt weg. Scheiß drauf. Komm ran jetzt. Bam. Das war ja nicht so schlau. Na komm. Wie immer so unter so ein Ding geht, wo er geschützt ist. Schlau. Schlaues Kerlchen. Nein. Ach komm, hier beenden wir es. Bam. Sehr schön. Down ist er natürlich noch nicht, logischerweise. Aber du kriegst noch aus dem Maul. Du kriegst noch aus dem Maul, mein Lieber. Aber man sieht schon, dass die Welt hat kein Castle, okay? Ist nicht so wie bei anderen. Das ist ein Luftschiff, aber das ist auch Peach, ne? Help me! Als ob ich dir helfen gehe. Geh lieber zu Welt 1 zurück. Egal. Dem werden wir eh nicht helfen, so wie wir es kennen. Und ja, zocken wir lieber 8-4.
Ich bin gespannt. Und warte, war das nicht ein Wasserblep? Sah mir wie ein Wasserdings aus. Kommt ein jetzt noch ein Wasserlevel? Was willst du denn damit machen? Was hat das in der Lava-Welt zu tun? Zu suchen. War jetzt da irgendwo so eine Starcoin oder so versteckt? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Der Start ist schon mal sehr merkwürdig. Aber geht jetzt tatsächlich in so eine Unterwasserhöhle rein. Okay. Bisschen unpassend für Welt 8, aber ja. Interessante neue Gegner. Oh, sie machen mir Licht, also ich will jetzt eigentlich nicht killen. Die sind im Prinzip diejenigen, die hier für Licht sorgen. Und die ihr seid diejenigen, die für Ärger sorgen. Und es Starcoin beschützen. Hi. Bam. Bam. Ich kann die alle mit den Blöcken hier eliminieren. Oder mit den Feuerbällen. Eins zum Bein. Können wir uns entscheiden. Aber wir stattdessen hier nochmal alles unten nochmal nachgucken. Eventuell gibt es hier noch irgendwas Verstecktes. Ja, zum Beispiel eine Röhre. Die mir Folgendes beschert. Nichts als Ärger. Okay, dann tschüss. Hab zumindest jetzt nur Münzen gesehen. Nice, die ganzen Gegner, die spawnen. Nö. Oh mein Gott. Das war, glaube ich, keine gute Idee, in diese eine Höhle reinzugehen, weil jetzt habe ich jetzt... Nur, dass ich meine Feuerblumen verloren. Das ist schon ein bisschen sad. Naja, egal. Wenn nicht, bekommen wir hier eh demnächst wieder eine neue. Alter, es ist hier so dunkel. Das sorgt auf jeden Fall für Schwierigkeit, passend zu Welt 8. Auch wenn die aber weitem einfacher ist als Welt 7. Was ich aber auch teilweise echt gut finde, weil ja, Welt 7 war echt chaotisch und nicht mehr normal. Scheiße. Aber damit konnten wir klarkommen. Oh scheiße. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich habe nichts getan. Was? Wo ist der? Alter, man sieht hier nichts. Bruder, muss los. Dunkel wie Bärenarsch hier. Wie soll ich denn da diesen ollen, dämischen grünen Fisch erahnen? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für ein Level? Ja, natürlich darf ich hier von vorne starten. Na klar, Nintendo. Natürlich. Scheiß auf den Block. So ein Müll. Scheiß auf die Münzen. Scheiß auf das Level. Fertig. Ja, ich komme mal wieder runter. Ich würde sogar sagen, das ist das erste Level, was in Welt 8 zackt. Was zum Teufel. Oh man. Und wie diese Gegner da oben eiskalt respawnen, Alter. Was für eine Scheiße. Pisst euch. Keiner will euch hier sehen. Ich hab schon in Welt 6 genervt. Ich bin sogar ein oder andere Mal wegen die gestorben, ne? Welt 6. Kann mich dann so was an eine oder andere Stelle erinnern. So. Das nervt nicht. Okay, Feuerblume behalten. Zweite Starcoin mitnehmen, bitte. Das ist ohne Scheiß dunkel wie ein Bärenarsch hier unten. Kein Schwein sieht hier, was hier abgeht. So. Piss dich, Alter. Verpisst euch beide. So, und jetzt zack. 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 Wo geht's hier weiter? Okay. Oh, jetzt so ein gelber Fisch. Oh, Stern, 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 Stern. Oh, yeah, yeah, yeah. Hätte ich den mal vorher gefunden, dann wäre ich nicht gestorben. Oh mein Gott. Das rettet mir den Arsch. Jetzt sehe ich auch alles, was ich sehen muss. Oh mein Gott, ich bin so happy. Ich habe da unwahrscheinlich eine Starcoin übersehen. Obwohl, nee, es geht hier weiter. Das sah unten so komisch aus. Ich hätte ein bisschen gedacht, dass ich da unten erst eine Starcoin übersehen habe, aber nee. Ach, Scheiße. Es geht weiter. Oh nein, es geht weiter. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich habe die Starcoin. Ich habe die Starcoin. Lass mich raus hier. Lass mich raus. Verpiss dich. Verpiss dich, du Olla. Du Olle Glubschi-Qualle. Verpiss dich.
Boah, please go home, Mario. Please go home. Ist hier noch nichts? Gut, dann geh nach Hause. Geh einfach nach Hause. Komm. Ja. Okay. Das war echt... Das war ein Level für sich. Das hätte eigentlich perfekt zu Welt 7 gepasst, aber... Ja. Muss ja wenigstens ein Level geben, was auch in Welt 8 reinhaut. Also, ja. Spricht eigentlich nichts dagegen, ne? Ist so weiter Frust für mich. Naja, egal. 8-5. Nehmen wir uns auch schon jetzt schon wieder langsam dem Ende. Es sind noch drei Level und dann dieses Luftschiff. Wow. Es geht los. Es geht wieder los, liebe Freunde. Es geht wieder los. Ach du Scheiße. Was ist das denn hier? Bonbons. Damit habe ich nicht so eine wirklich gute Erfahrung gemacht. In Welt 7, sage ich mal, nur das, der Tower. Und dann auch so eine komische Plattform hier. Ja, moin. Oh, Lava. Also, ja, hier kriegt man nochmal alles geboten hier, ey. Was zum Teufel? Nein! Auf! Geh weg! So. Sag, müssen wir auch noch alle sammeln, ey. Was zum Teufel? Tschüss! Weiter hier. Das ist mir auf jeden Fall nicht wert. Tschüss. Okay. Bislang geht's noch. Bislang ist es sogar echt cooles Level. Besser als es gerade von vorhin. Sieht brutal aus. Aber bislang macht es echt Spaß. Unterhält auf jeden Fall. Okay, hi. Oh mein Gott. Yes! Strike auf jeden Fall. Bisschen nah an diese Feuerfontänen, Lavafontänen. Logischerweise. Ich glaube, da kann man da links kann man runterfallen, ne? Obacht. Nur, oh, jetzt kommen noch diese Viecher dazu. Ja, moin. Oh mein Gott. Pisst euch. Drecksraben. Bleibt in New Super Bros. DS. Habt ihr nichts verloren? Bleibt in DS-Teil. Halt ich mir noch ganz genau, dann wäre richtig gemein, ey. Wo waren die? Ich glaube in Welt 8.1 kam, glaube ich, vor und waren richtig beschissen, nervig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es fliegt so viele Viecher rum. Verpisst euch. Ich hab gesagt, ihr sollt im DS-Teil bleiben. Verpisst euch. Zwei gleichzeitig, okay. Na gut, immerhin ist es mit der Feuerblume ein bisschen einfacher hier. Kann man die ganz gut ownen. Und wir haben alles Starcoins, sehe ich gerade. Oh, geil. Oh, was ist hier denn noch? Nichts. Okay, wir hauen einfach ab. Komm, tschüss. Wow. Was zum Teufel? Wir haben es geschafft. Ja, tatsächlich. Okay. Sah schwierig aus. War es aber zum Glück nicht. Und war auch tatsächlich... Echt unterhalten, doch, na klar. Ja. Cool. Ich sehe schon Höhenlevel. 8-6. Ja, und dann da unten 8-7, genau. Und dann kommt das Luftschiff. Okay. Haben wir schon mal die Reihenfolge rausgefunden. Ja. Jetzt mal schauen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Vulkanlevel. Vulkan Level. Gab's doch schon im DS-Teil. Also ganz einfach sind wir hier einfach in Vulkan drin und ja, die Lava steigt und wir müssen hier ganz schnell raus. Wie gesagt, gab's doch schon im DS-Teil. Was zum Teufel? Oh Gott, Starcoin. Aber zum Glück haben wir den Propellerpilz. Das gibt auf jeden Fall. Schön Boost an Skill. Kann man auf jeden Fall sehr gut nutzen. Was ist da links? Oh, gleich die zweite Starcoin, okay. Geht's weiter? Okay, Halbzeit, sehr gut. Wieder steigende Lava, logischerweise. Ja, also irgendwie muss ich echt sagen, so der Propellerpilz macht es extrem einfach. Man kommt hier noch sogar noch einen hinterhergeschmissen. Alter.
So einfach hab ich's. Hm, weiß er nicht. Aber jetzt so die, die es schwer haben wollen, die würden jetzt sagen, nö, das ist scheiße, das macht zu einfach. Ich habe ja nichts dagegen. Aber ja, es sind bestimmt einige, die das kritisieren würden und ja. Ja, ich kann die auch verstehen, wirklich, ohne Scheiß, aber ja. Ich genieße es, solange es so einfach ist. Nicht, dass es dann zu schwer ist und es dann einfach nur frustriert. Wie Welt 7. Aber ja. Es gibt doch bestimmt einige, die Welt 7 okay finden. Aber ja, ich fand, das war schon echt. Puh. Also das genaue Gegenteil zu diesem Level, sage ich mal so. Ja, okay. Wie gesagt, mit dem Propellerpilz ist es schon ein bisschen. Sogar echt, muss ich echt zugeben, zu einfach, aber. Ja. Man muss ja mal überlegen, wie der. Ja, okay, da gab es Trampoline, ne? Oh, ich weiß nicht, Aber ohne Propellerpilz wäre das Level echt extrem schwierig und ja. Ich nutze es natürlich jetzt so, aber ja. Ja, ist schon echt herausfordernd, das mal ohne Propellerpilz zu versuchen, aber ja. Für mich nicht. Müsste ich in diesem Let's Play. Jetzt. Oder das Spiel jetzt genießen, zu 100% durchspielen. Fertig. Wird doch schon genug Fails noch in Welt 9 geben. Oh, was ist das hier? Boah, das ist geil. Okay. Obwohl in manchen Dingen diese Achterbahn-Dinger echt scheiße sind. Weil sie so unvorhersehbar sind. War das nicht sogar damals mein Lieblingslevel in Welt 8? Kann es sein? Bin gar nicht mehr sicher. Na gut. Okay, hi. Lang geht's auch noch, voll klar. Aber wirklich, ich glaube, ich kann mich ein bisschen daran erinnern, dass das, glaube ich, mein Lieblingslevel damals war. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so. Okay. Habe ich ja keine Ahnung mehr warum. Uah! Das ist toll. Uah. Das ist einfach mega brutal. Oh mein Gott, dieses Starcoin ist sehr brutal. Oh mein Gott. Zu schnell die letzten Münzen damit genommen. Geldgeile Sau. Oh, jetzt geht's raus. Okay. Was soll das heißen? Was geht jetzt hier draußen ab? Starcoin, oh mein Gott. War nicht rutsch mal. Hör auf einfach nur. Bitte hör auf zu rutschen. Das ist Ungeschrei, ey. Oh mein Gott. Hier. Oh cool. Dachte eigentlich an unsichtbaren Block hier. Nein, ja, hat auch keinen Sinn. Aber dass man hier rein kann, sieht man ja wohl. Zumindest wenn man sowas für sowas ein Auge hat. Und so sieht. So schon öfter gemacht hat, sag ich mal so. Wollte was da oben. Ey, das ist doch so eine Achterbahn. Weiß nicht, hier kommt die an. Ah! Oh mein Gott! Nein, hör auf! Da! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Laufe! Nein. Auf. Bis auf. Please come. Nein, hör auf zu rutschen, Mario. Warum fängt er dann plötzlich an zu rutschen? Ich drück dich mal nach unten. Aber irgendwie fängt er dann plötzlich irgendwie an zu rutschen. Ich weiß auch nicht, was du da mit bewirken willst, aber ich glaube wohl nicht, dass es hier in der Lava halt so gut ist, plötzlich da anfangen zu rutschen. Mein ja nur. Aber wenn es dir Spaß macht, dann ist es halt so. Hauptsache, du kommst mir dann ans Ziel leben. Lebend, wohl bemerkt. Aber bislang funktioniert es einigermaßen. Und ja, jetzt sind wir beim Luftschiff. Okay. Jetzt sind wir so bei einer halben Stunde. Okay. Na gut, es war auch nicht so fällig wie in der siebten Welt. Da war es wirklich katastrophal, wo es dann letztendlich irgendwie so eine Stunde oder so war. Ich habe es bislang noch nicht zusammengeschnitten, also ja. Ich hab gleich die nächste Folge gestartet, obwohl ich eigentlich gesagt habe, dass ich jetzt eine Pause brauche.
paarminütige Pause habe ich gemacht, aber ja, konnte mich auch ein bisschen beruhigen, aber wie gesagt, zusammengeschnitten habe ich es auch noch nicht. Und ja, ich weiß auch nicht, wie lange die Folge wird, aber mit Sicherheit irgendwie so fast eine Stunde. Okay, gibt es dieses One-Up. Das ist der Weg hier, wie es ein bisschen lohnt. Für die zumindest, die One-Ups brauchen, für mich jetzt nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier auch wieder der Propellerpitz ist übelst vereinfacht. Also ich weiß ja nicht. Was ist das hier unten? Okay, das war dumm. Das war dumm. Ich dachte, dass da unten irgendwie so eine versteckte Starcoin oder so ist. Dass ich da irgendwie runterspringen muss, aber anscheinend nicht. Ja, gut. Und bekommen wir jetzt hier die Fails oder was? Die ganzen Fails, die ich jetzt eigentlich in den Leveln hätte. Hätten mich erwischen sollen. Ich kann kein Deutsch mehr. Die mich eigentlich in den einzelnen Leveln hätten ownen müssen. Die kommen jetzt hier im Luftschiff oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dö. Okay. Ja gut, dann wissen wir jetzt wenigstens Bescheid. Jetzt hier nicht runterspringen. Einfach so blöd. Hier einfach weiter, okay. Aber hätte ja sein können, dass da irgendwie sowas ist. Aber anscheinend ja nicht. Oh mein Gott, nein! Gib mir den Propeller jetzt wieder. Okay, das war jetzt nur geraten, aber gut. Immerhin haben wir den wieder. Ich sag mal nichts. Oh mein Gott. Okay, leck mich am Arsch. Ist hier noch was? Wir müssen eindeutig in die Röhre hier rein, in die grüne. Aber ja, hätte sein können, dass da hinten irgendwas ist. So Ende ist es hier auf keinen Fall, weil uns fehlen noch zwei Starcoins. Okay, jetzt geht's unterhalb weiter. So. Solange es nur sowas ist. Oh, was ist das hier? Okay. Keine Starcoin. Verwundert mich ein bisschen. Bin langsam wieder eine Starcoin, ne? Was ist das hier? Als ob ich das jetzt mache für ein paar Münzen, ne? Baut der Druck auf hier, ey. Meine Nerven vor allem. Also nee, eigentlich bislang noch nicht. Bislang noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis es es wieder tut. Okay. Oh, hi. Könnte ich mir auf jeden Fall. Ist auch die zweite zum Glück. Aber es ist die Frage, wo es die dritte ist. So, okay, los. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen Zeit verloren habe. Bam. Warte mal. Das ist eine Schraube und der dritte Starcoin damit zu tun. Okay, hier, sowas habe ich mir eigentlich vorhin da bei diesem anderen Teil da gedacht, wo ich runtergesprungen bin. Da, sowas ähnliches habe ich mir davor gedacht. Aber stattdessen haben wir es dann hier bekommen, okay. Habe ich nur an dem falschen Zeitpunkt an sowas gedacht. Ah. Achso, und ja, jetzt kommt der finale letzte Bowser Jr. Kampf. Okay. Das ist Teil von Bowser, ne? Also das Teil aus Mario World. Also man kann halt die starre Kugeln hier kontern. Haben wir ja auch schon kurz dahin gesehen, dass man jetzt hier die Dinger so hoch bewegen kann. Trotzdem kann er das Teil auch wieder anzünden. Deshalb lieber mit Eisbällen kontern, aber ja, wollte ich. Und dann hat es gleich mal verkackt. Oh nein! Schnell! Boah, knapp. Knappe Sache. Schnell mal das Feuer löschen. Auf dem Müll. Kriegst du nicht. Auf jetzt, mach deine neue Stachelkugel.
Oh, hi. Take that! No. Krasser Endboss des Spiels, würde ich mal sagen. Ja, dann... ja. Geil. Fantastic. Haben wir durch... Oh. Aber naja, wer hier auch denkt, dass es jetzt geschafft ist, der... ja, der sollte sich mal informieren, echt. Ohne Scheiß. Das ist das doch nicht wahr, das war klar. Vor allem Bowser Jr. ist Endboss, ne? Versteht's, was ich meine. Natürlich für Bowser natürlich mit uns abrechnen, na klar. Das ist doch klar. Hat er hier so ein fettes Castle hinter den Felsen versteckt, auch nicht schlecht. Aber sowas ähnliches gab es auch in, im DS-Teil. Da gab es dann zwar noch extra noch ein paar Zusatzlevel. Inklusive eines weiteren Towers. Aber ja, da gab es auch so ein richtig fettes Castle. Beziehungsweise das ist sogar noch krasser. Aber ja, das ist das finale Bowser Castle. Ja, und das gönnen wir uns jetzt. Machen heute die ganze Welt 8, also gehört das hier noch dazu. Ich bin gespannt. Ja, danke. Eine Folgennummer habe ich schon, nur damit das interessiert. Ja. Sehr, sehr gut. War auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Frag nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Fragt einfach nicht nach. Weiß auch nicht, warum ich so geschrien habe. Eventuell, weil ich ein bisschen angepisst bin. Komm, wir probieren es doch mal aus. Nein, machen wir nicht. Das ist, bedeutet eh nun wieder mein Tod. Das kennen wir jetzt. Wenn ich immer nur durchprobiere, so eine Scheiße, dann brauche ich mich wundern, dass wenn ich sterbe. Was ist hier denn? Wow, das ja. Es freut mich, gestorben zu sein. Danke für Sterben, Mario. Was ist das hier eigentlich? Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Danke für dieses One-Up, was mir nichts bringt. Wurde ich schon zweimal verarscht. Einmal durch die Blöcke. Zweites Mal mit diesem scheiß Invisible One-Up-Block. Danke Nintendo für dieses wundervolle finale Level. So. Jetzt machen wir mal ernst hier. Jetzt haben wir noch rumgespielt. Hab keinen Bock mehr. Achso. Ich verstehe. Ich dachte jetzt kurz ein bisschen, dass man dafür den P-Schalter braucht, aber nee. Invisible Block. Okay. Siehst du, so spielt man das. So spielt man das, ne? Boah. Zum Glück auch die erste Star Coin. Ich wäre jetzt echt schockiert, wenn es die zweite gewesen wäre. Aber nee. Haben alles richtig gemacht. Sehr, sehr gut. Die Musik genießen. Wird das letzte Mal sein, dass wir die fürs erste hören. Beziehungsweise. Ne, ich glaube in New Super Mario 3 sind komplett neue Tracks. Also das im ganzen Hack. Also werden wir das letzte Mal jetzt diesen Soundtrack hören. Womöglich. Nicht, wenn ich jetzt nochmal sterbe oder so. Oh, Starcoin. Okay. Gib mir auf die Starcoin. Kommt. Nein, nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe jetzt ein bisschen mit meinem Tod gerechnet, aber nein. Was zum Teufel? Diesmal sinkt sogar die Lava. Nicht steigt, sondern sinkt. Okay. Ist auch mal nicht schlecht. Krass. Gibt es auch noch ein Item? Ja, nein. Doch, ja, hier. Feuerblume. Sehr gut.
Los, let's get started. Komm ran, Bowser. Gib ihm. Okay, das klassische hier noch mit den Flammen. Kennen wir alle schon, das brauchst du nicht machen, kannst du das sparen. Komm ran hier. So. Geiler Hintergrund. Na komm ran. Versuch's. Na komm, ist das alles. Komm, wir machen immer die Feuerbällen fertig. Komm, warum nicht? Man könnte jetzt eigentlich durch und den Schalter betätigen, aber komm, wir machen den mal mit den Feuerbällen fertig. Feuer besiegt Feuer. Let's go. Zumindest so lange, bis ich meine Feuerblume verliere. Kann natürlich auch passieren. Nein. Kann sich natürlich auch mit seinem Feuer schützen. Na komm. Stirb. Ich will meine Feuerblume nicht verlieren. Vergiss es. Na komm. So, jetzt. Wollte schon sagen, beende es dann mal langsam mal hier so. Den Schalter muss ich natürlich trotzdem betätigen. Warum auch nicht? Und wir haben es geschafft. Let's go on. Ja. War natürlich auch zu einfach. Dieser Fake war absolut lächerlich, Carmack. Ich will es ja nur mal sagen. Na gut. Hi. Na gut, dann hauen wir mal ab. War immer ein cooler Boss auf jeden Fall. Aber ich glaube, der wurde auch in Super Mario 2 dann recycelt, oder? So, dieser Giga-Bowser ist jetzt inzwischen auch nicht mehr Neues, ne? In Super Mario Super gab es auch Giga-Bowser als Endboss. Naja. Es ist nicht wirklich was Spektakuläres und Neues, ne? So, dieser hier... War es hier nicht neu? Ich glaube, in Super Mario war es sogar neu. Oder wie war es? Ne, im DS... Dann der erste Teil war so teils Giga Bowser, nur teils. Kann man jetzt das Giga Bowser bezeichnen oder nicht? Aber ja, ich weiß ja nicht. Da war es eigentlich nicht so wirklich Giga Bowser. Kann man jetzt das Neue bezeichnen oder nicht? Also wenn wir geiler Bosskampf. Okay, der Speedrun. Oh mein Gott, mit dem Propellerpilz. Ah. Ich kann auch diese Wellen machen. Als ob wir nicht schon ein ganzes Level mit dem Scheiß hatten, Bowser. Das nervte mich damit nicht. Boah, das ist alles viel zu laut hier. Ich glaube, es war doch keine so gute Idee, den Sound so laut hochzustellen. Aber ich habe extra noch ein bisschen leiser gemacht und trotzdem ist es so extrem laut. Was zum Teufel. Ja, komm ran jetzt. Ah ne, da ist schon Ziel, okay. Oh, an der letzten Kante hängt da noch. Was zum Teufel? Hätten wir da noch irgendwie runterfallen können oder so? So wie ich bei Lemmy. Weiß ja nicht, kann man sich vorstellen, ne? Ah, das war schon ein Fail für sich, ne? Das. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das geschafft hat. Aber ich glaube, hier kann man nicht runterfallen. Dafür ist es zu knapp. Aber wie gesagt, an der letzten Kante ist er noch stehen geblieben. Vor allem, beziehungsweise könnte man sagen, da war ein Eisboden. Aber es lag ja nicht an dem Eisboden. Ich bin einfach auf Lemmy gesprungen. Und dann ist Mario hochgesprungen und an die Wand runtergeslidet in den Abgrund hinein. Ich habe mich noch versucht, in einem Wandsprung zu retten. Aber selbst das hat verkackt. Ich weiß auch nicht, was da los war. Schau dich den Part einfach selber an. Es war... ein Fail über Fails, also der Fail aller Fails in diesem Let's Play, würde ich mal sagen. Aber das kann ich eigentlich im Prinzip noch nicht sagen, weil wir haben noch Welt 9 vor uns. Also, das war es noch nicht. Storytechnisch sind wir jetzt durch. Aber
Vorbei ist es noch nicht. Eine ganze Welt haben wir noch vor uns, beziehungsweise halt 8 Level. Das war das zumindest, glaube ich, oder so. Also für jede Welt, glaube ich, alle Starcoins gibt es, glaube ich, ein Level in Welt 9. Also quasi halt genau 9 Level. Beziehungsweise in New Super Mario U gab es sogar noch ein Bonus-Level, wenn man diese 8 Level geschafft hat. War es, glaube ich, zumindest so. Aber ich glaube, hier in New Super Mario U gibt es nur diese 8 Level. Das war dann nur Erneuerungen. NSMBU. Ich nehme jetzt von der geheimen Welt. Das ist... Okay, also ab jetzt, da ist Bestätigung, ja. Ab hier kann man die Welt neu betreten und ja. Feuer ist auch nicht möglich, irgendwie mit Kanonen. Apropos Kanonen, die müssen wir ja noch machen, ne? Shit. Die müssen wir noch benutzen. Das machen wir, glaube ich, nicht gleich noch schnell, bevor wir dann in der nächsten Folge in die Welt 9 gehen. Oder wollen wir es in der nächsten Folge machen? Ich bin mir gar nicht mal sicher. Können wir auf jeden Fall nochmal schön abgehen. Und obwohl, jetzt kommen die Credits, ne? Ja, ich glaube, komm, das machen wir in der nächsten Folge mit den Kanonen. Weil jetzt haben wir halt noch die ganzen Credits vor uns. Also, ja, das wird auch nochmal ordentlich Zeit fressen. Ja, dann machen wir es mit den Kanonen in der nächsten Folge. Und ja. Ich würde sagen, Fazit können wir schon rausballern, oder? Kommt zwar noch eine Welt, aber ich würde sagen, Fazit können wir rausballern. Klar, natürlich ist das Spiel ein Meisterwerk für die Wii, ganz klar. Natürlich ist mein Highlight natürlich Mario Galaxy von der Wii, ganz klar. Also da kommt New Super Mario Wii natürlich nicht ran. Das ist einfach ein Meisterwerk. Da kommen auch allgemein nur wenige Mario-Spiele ran. Eigentlich nur Mario Odyssey, ne? Also meine absoluten, für diese, die wussten, meine absoluten wirkliche Lieblings-Mario-Spiele von All Time sind Super Mario Galaxy und Super Mario Odyssey. Und die sind auch beide Platz 1. Also bei den beiden kann ich mich entscheiden. Man kann es im Prinzip so sagen. Den Fehler, den einzigen wirklich richtigen Fehler, den Super Mario Galaxy gemacht hat, wirklich ist, dass es halt zu linear ist. Also man kann da nicht so viel wirklich erforschen. Aber genau diesen Fehler hat halt Mario Odyssey wieder wettgemacht. Und ja, deshalb finde ich, dass sie wirklich diese beiden Spiele wirklich die Top-Mario-Spiele sind of all time, wirklich, für mich. Da kommt wirklich kein anderes Mario-Game ran. Und deshalb ist auch Mario Galaxy weiterhin für mich das Highlight der Wii. Aber, wie gesagt, nebenbei, dieses Spiel lässt sich auf jeden Fall sehen und ja, gehört auf jeden Fall auch zu meinen absoluten Lieblingsspielen von Mario und ja, auf jeden Fall halt auf der Wii. Aber da gibt es einige Kandidaten, Lieblingsspiele von Mario. Da gibt es wirklich einige Kandidaten. Ich kann mich nie so wirklich entscheiden, weil ich viele mag. Auch tatsächlich einige, die andere nicht so geil finden. Wie zum Beispiel Paper Mario. Also, nee, Super Paper Mario, so hieß es, genau. Für die Wii. Das fand ich auch tatsächlich richtig geil. Wenn ich so gehört habe, dass er gar nicht mal so beliebt ist. Beziehungsweise halt, kann ich verstehen, dass halt Paper Mario 2 und so beliebt ist. Aber ja, auch wenn es halt nicht wirklich ein Paper Mario richtig würdiges Spiel ist, weil es halt kein RPG ist. Trotzdem hat es auch Spaß gemacht, muss man echt mal sagen. Ich rede die ganze Zeit von irgendwelchen anderen Spielen, dabei habe ich die ganze Zeit vergessen, dass ich das Fazit zu diesem Spiel machen will. Im Prinzip kann ich da nicht so viel sagen. Natürlich hat es revolutioniert, die Mario Bros. Reihe. Und ja, das Level-Design halt im Prinzip, ja, halt revolutioniert. Und im Prinzip eigentlich, New Super Mario U hat das im Prinzip eigentlich nur übernommen und halt HD aufpoliert und ein bisschen anders gemacht. Neues Item eingeführt und so. Und ja, im Prinzip hat sich da nicht viel verändert, aber sonst... Ja gut, im Prinzip kann man sagen, hat der DS-Teil geprägt. Der hat dann das Ganze, die New Super Mario Serie angefangen. Kann man auch sagen, ist sogar auch der beste Teil, aber... Mario Bros. Wii hat auf jeden Fall... Ja, hat auf jeden Fall auch mal wieder einiges gut gemacht, einiges besser gemacht. Und macht auf jeden Fall auf der Wii, vor allem im Multiplayer, extrem Spaß. Aber es ist recht im Multiplayer, also ja, der DS-Teil ging zwar auch im Multiplayer, aber auch nur zu zweit und so. Aber hier so zu viert oder so zu dritt, ja, es war auch ein ganz großes Durcheinander, also würde ich jetzt nicht machen, aber so, wie gesagt, so mit einem Freund so, boah, ist schon gar geil, ist schon echt geil. So, da haben wir Welt 9. Spiel wurde gespeichert, die Bildschirm wird nun aufgerufen, von nun an kannst du jederzeit deinen Fortschritt im Kartenmenü speichern. Mhm.
Oder wann? Ach, because fuck it, wir machen jetzt noch die Kanonen, komm. Wir machen jetzt noch die Kanonen an. Hier haben wir 3 Sterne. Also halt... Ich glaube, der erste ist halt für normal durchspielen. Der zweite ist für alle Star Coins. Und der dritte ist für alle Secret Exits. Dann wahrscheinlich der vierte für auch alle Kanonen, glaube ich. Und der fünfte ist dann für alles, glaube ich. So verstehst du zumindest. Auf jeden Fall haben wir schon mal besser geschafft als dem hier, dem alten Speicher. Obwohl ich da eigentlich auch alles gemacht habe, außer Welt 9. Es ist ein bisschen komisch, dass wir da jetzt einen Stern mehr haben. Ich weiß jetzt gar nicht warum. Ich kann mich eigentlich erinnern, dass wir genau das gleiche gemacht haben, bloß halt die Welt 9 nicht. Kann ich mich erklären, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Speicher von den damaligen Let's Plays und das hier, ja, ein ganz alter Speicher, an dem ich gar nicht mehr erinnern kann. Oh ja, komm, wir machen jetzt noch die Kanonen und ja. Und in der nächsten Folge geht's dann zu Welt 9, das wird dann besonders interessant. Aber ja, komm. Bringen wir es hinter uns. Die einzelnen Kanonen jetzt noch, die gehören halt noch zu den 100% dazu, damit die halt blau markiert sind. Wollten wir halt vorher nicht machen, da die uns halt sonst gespoilert hätten. Und das wollten wir ja nicht und deshalb, ja, machen wir das jetzt. Die schießt uns zum Beispiel sogar direkt zu Welt 5, was ganz interessant ist. Anstatt irgendwie so zu Welt 3 oder so Welt 4 oder so. Nee, gleich zu Welt 5. Krass. Können wir auf jeden Fall einiges überspringen schon. Aber ja, das wollen wir nicht. Deshalb bearbeiten wir sie jetzt alle noch. Ich glaube, von Welt 1 bis 6 sind, glaube ich, hier überall Kanonen. Welt 6 ist dann die letzte Kanone. Also ja, heißt jetzt einfach nur noch zurücklehnen und ja, zuschauen, wie wir die ganze Kanonen benutzen. So interessant ist es nicht mehr. Also ja, die da jetzt schon abschalten wollen, ja, wir sind in der nächsten Folge. Und ja, die jetzt halt noch jetzt so genießen wollen, wie wir die Kanonen benutzen, ja. Jetzt nochmal Welt 5. Lol. Warte mal, das interessiert mich jetzt aber auch. Wie schießen die uns? Also zweimal Welt 5? Und wie weiter? Warte mal, 1 bis 6. Also 2 führen zu Welt 5. Dann führen jetzt die anderen zwei jetzt... Das ist nicht dein Ernst, ne? Gut, haben wir noch 3 Pilze. Vollkommen unnötig. Lass mich doch in Ruhe, ey. So, lass mich doch einfach nur zur Kanone. Mehr will ich doch nicht. Es sind doch die ganzen Tauthäuser alle neu benutzbar. Ist wahrscheinlich, weil wir es halt durchgespielt haben, aber egal. Brauchen wir nicht. Oder mal schauen, vielleicht für die Welt 9, falls wir es brauchen, aber ich glaube nicht. Wir haben schon so viele Items. Brauchen wir nicht. Okay, Welt 6. Ja, nun 2 zu Welt 5. 2 zu Welt 6. Und dann 2 zu Welt 8 vielleicht. Vielleicht ist es so. Ich würde jetzt sagen, dann in Welt 4 schießt ihr einen auch zu Welt 6. Dann Welt 5 zu Welt 8. Also Welt 5 und Welt 6 dann zu Welt 8. So würde ich das jetzt zumindest sagen. Könnte eventuell sein. Aber davon überzeugen wir uns erstmal sehr. Oh nein. Das ist absolut langweilig. Also ich selber würde es mir das nicht mal anschauen. Also ja, ich könnte einige verstehen. Aber es muss nun mal getan werden. Und ja, dann machen wir es lieber jetzt und dann können wir uns in der nächsten Folge dann komplett auf die Welt 9 konzentrieren. Und ja, die schießen uns auch zu Welt 6. Ja, dann würde ich sagen, die letzten zwei schießen uns dann zu Welt 8. Okay, dann haben wir das. Welt 5 und Welt 6 nur noch. Och, ihr seid doch alle scheiße. Der kommt nach unten. Oder? Ja.
Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe mich jetzt darum entschieden. Ich werde jetzt wahrscheinlich jetzt gerade im E wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber ich werde wahrscheinlich die Dinger jetzt rauscutten. Also, das. Ja. Ich habe zwar die ganze Zeit jetzt gelabert, dass es langweilig ist, aber wahrscheinlich werde ich es eh im Nachhinein rauscutten, weil das langweilt einfach nur. Deshalb, ja. Ihr werdet es wahrscheinlich eh schon im Video merken, aber ja, wie gesagt. Ich habe jetzt gerade eben beschlossen, so. Live. Ja. Ich werde das rauscutten. Das braucht man sich nicht, euch nicht antun. So, stattdessen einfach Kanonen benutzen. Welt 8. Und dann noch eine Kanone und dann geht's in der nächsten Folge dann richtig los. Dann kommen die richtigen Fails. Also Welt 7 war ja schon krass, aber ja. Leute, jetzt kommt Welt 9 dann. Das wird erst so richtig schlimm. Das wird dann so richtig schlimm. Und jetzt mache ich das so richtig ernst. Also das. Nee. Also freu dich auf jede Menge Fails und ja. Das wird. Wow, das wird wieder so richtige Folter für mich. Ja, wie gesagt. Auf jeden Fall dann einschalten, wenn es dann weitergeht. Aber erstmal noch die letzte Kanone. Bringen wir es zu Ende. So. Wieder zu Welt 8. So, dann haben wir das. So viel dazu. So, Welt 8. Und ja, ich würde sagen, wir betreten sie schon mal. Können wir uns auf jeden Fall. Ja. Und wie ich mir dachte, es gibt 8 Level. Für jeweils eine zu 100% abgeschlossene Welt gibt es ein Level. Also quasi insgesamt 8. So für jedes Welt halt ein Level. Und ja, diese 8 Level gibt es dann in der nächsten Folge. Das wird absolut heftig und die Folter meines Lebens. Und ja, ich habe die Spezialwelt brutalen Erinnerungen und ja. Nee. Wie gesagt, ich habe es damals mit Absicht nicht getan bei dem Original-Let's Play. Aber ja. Genau aus diesem Grund will ich es auch jetzt eigentlich mal machen. Und ja, seid gespannt, haut rein und ciao.